So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Disney Epic Mickey Rebrushed und wir befinden uns hier gerade in der Tomorrowstadt Lagune, wo wir einen Weg in die richtige Stadt hineinfinden wollen und dafür müssen wir eigentlich ja nur erstmal diese komischen Ventile hier öffnen. So, mach weiter so, Mickey, nur noch 3 Stück. Ja, ganz genau. So, und damit das eigentlich ja nicht wieder kaputt geht, packen wir noch eine schöne Farbschicht drüber. Und sehen uns dann erstmal in diesem Bereich hier um. Hier liegt ja einiges. Wow, aua! Mann, Alter, das gibt's doch nicht. Verdammt, ich bin hier überall mit Verdünner überzogen. Muss erstmal warten, bis der sich wieder hier mit Farbe gekleistert hat. Und zack, weg mit dir. Immerhin, wir kommen wenigstens gut voran. Okay, da sehe ich schon wieder Konzeptart. Die nehme ich noch schnell mit. Schön aufpassen, dass wir hier nicht in dem Verdünner ersaufen. Nicht schon wieder. Z-Design. Ah, interessant. Okay, und hier hinten scheint es ja auch noch irgendwie einen Weg zu geben. Aua! Okay, nur so ein kleines Ticketgeheimnis. Ja, da fällt mir eigentlich ein, ich hätte eigentlich ja in der Mean Street nochmal daran denken können, mir mal die Läden anzusehen. Zum Beispiel neue Upgrades in der Eisdiele zu kaufen, hätte für eigentlich vielleicht wirklich was gebracht oder so. Gut, da komme ich erstmal nicht hin. Ja, ich schätze mal, dafür muss ich eigentlich ja die Ventile in den Gang setzen, damit ich ja diese Plattform hier bewegen kann. Gut zu wissen. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich glaube, genau, ich wollte ja eigentlich ja über diese Plattform hier weiter. Damit ich mir in den hinteren Bereich mal ansehen kann. Okay, das ist doch mal ganz interessant. Okay, oh, das sieht ja ganz interessant aus. Immerhin Tickets, aber nichts anderes. Okay, da oben ist noch was. Wie soll ich da raufkommen? Oder kann ich irgendwie was daran ändern? Nö. Ich verstehe es nicht ganz. Wie willst du da raufkommen? Egal, sind ja nur Tickets, also nicht weiter schlimm. Was ist das hier? Auch nur was zum Zerstören? Oh, hoppala. Autsch. Das war jetzt nicht so der Plan. So würde das hinhauen. Ja, gut. Das können wir erstmal noch... Oh, pass auf, Mickey! Okay, das hätte ich vielleicht lassen sollen. Aber andererseits, das hat mir jetzt natürlich ja einen Weg geöffnet. Aber naja, ich sag's ja nur, ich sag's ja nur mal so, wie es ist. Ich mag es eben nun mal nicht. Oh. Okay,
Okay, eine Wand aus Verdünner. Die muss ich irgendwie abschalten, sonst ja, komme ich da wahrscheinlich nicht dahinter. Also da ist ja irgendwas. Okay, das kriegen wir doch auf die Reihe. Okay, das ist jetzt mal wieder so ein komischer... Wow, wow, scheiße, das war knapp. Ah, verstehe. Okay, wenn ich abstürze, dann werde ich eigentlich ja nur in den Verdünner eingetaucht. Hier unten aber nicht so. Na gut, hier können wir auf jeden Fall erstmal noch was machen. Ah, sehr schön, da ist ein Kobold. Danke, dass du mich befreit hast. Zur Belohnung schalte ich die Druckuhr und die Rohrleitung zur Ausgangstür aus. So sollte das Verlassen dieses Ortes hier viel leichter sein. So, dann mach raus. So, schließe die Ventile. Ah, okay, gut, dann habe ich mir wenigstens einen Teil gespart. Naja, man kann ja tatsächlich eigentlich ja alles hier auf zwei verschiedene Arten lösen. Entweder man löst das Rätsel selber oder man befreit einen der Kobolde und die erledigen das für einen. So, und hier nochmal Konzeptart. So, aber wir können ja noch mehr anscheinend auflösen. Wie es aussieht, oder? Ja, die haben ja noch nicht alles hier zugemacht. Also ich habe nur einen Teil des Weges hier offen. Aber wenn ich jetzt natürlich noch die anderen Rätsel knacken möchte, muss ich ja wohl anscheinend wirklich alle Ventile finden und versiegeln. Oder ist hier drin vielleicht noch irgendwas? Nee, das ist eigentlich nur der Weg weiter. Ich sehe mich noch mal ein bisschen um, also irgendwo muss ich ja noch irgendwas finden. Oder was meinst du, Gus? Das ist das Tor nach Tomorrowstadt. Die Dampfrohr und Ventile öffnen, musst du sie alle finden. Yep. Ah, hier ist noch eins. Ah, sehr schön, da ist sogar noch ein zweiter Kobold verborgen. Okay, und ja, das hier hat uns eigentlich auch erstmal einen neuen Weg geöffnet. Wahrscheinlich hätte ich hier auch nicht mal was zerstören müssen. So, und da ist auch die letzte. Aber die macht irgendwie gar nichts mehr. So. Danke, dass du mich befreit hast. Zur Belohnung biete ich dir die UFU Gladiator-Herausforderung an. Da mache ich doch mit. Geh zum abgestürzten UFO und stell dich deinem Schicksal. Ja. Das klingt doch sehr interessant. Das machen wir einfach nochmal schnell. Das gehört nicht hierher. Ich glaube, das UFO stammt aus dem All. Ich muss mich beeilen. So, geschafft. Sie lassen nach, Mickey. Du hast deinen Anstecker bekommen. So, geschafft. Ist aber leider nur einer in Bronze. Aber naja, was soll's. Ist alles gut. Tja, damit haben wir das erledigt. Also gut, ich denke mal, wir können weiterreisen.
Oder ist hier unten noch irgendwas versteckt? Hm, nee. Okay, dann also weiter in den nächsten Ort. So denn, hier geht's weiter. Die Cartoons hat es schon immer gefallen, die mega große Morgenausstellung zu sehen. Cool. Okay, die Bildschirme scheinen aber gerade jetzt nicht in Betrieb zu sein, oder wie? So, was passiert jetzt hier? Willkommen beim mega großen Morgen. Du kannst... Oh nein, ein Sabba. Besiege den Sabba. Wenn du einen von denen triffst, will das Phantom dich wirklich aufhalten. Das Ding spuckt eine Ladung Verdünner und versucht dann, dich zu inhalieren. Im Ernst? Kommst du ihm zu nahe, richten seine Verdünnerklauen Schaden an. Er ist verwundbar, wenn er versucht, dich zu inhalieren. Greif ihn mit Farbe oder Verdünner an, wenn er damit loslegt. Okay. Na dann, du gehörst mir, Freund. So. Okay, ich merke schon, je mehr wir ihn mit Farbe schießen, desto mehr verändert er sich und er wird dann irgendwann ganz lieb. Oh, sieh mal, das Karussell läuft wieder. Besiege den Sabba und das Karussell läuft, ja. Oh, rede mit Mr. Rover und da ist noch ein weiteres Teil für den Animatronic-Goofy. Sieh nur, wie wunderbar das Wasteland sein kann. Wesen wie du verteilen großzügig Farbe, um aufzubauen, wiederherzustellen und zu verbessern. Solche Freundlichkeit macht dieses Land zu einem besseren Ort. Danke, dass du dich um den Sabba gekümmert hast. Ich habe das mega große Morgen dichter gemacht, als ich von dem bevorstehenden Angriff hörte. Jetzt, da der Sabba erledigt ist, habe ich die meinen letzten Rest Energie das Karussell aktiviert. Dieser Fernseher wird dir nützlich sein, versprochen. Oh, TV-Skizze erhalten. Hm? Ein Fernseher, wenn du sie benutzt. Aha. Cool. Aha. Mhm. Durch die Skizzen aktiviere eine Skizze mit L1. Aha. Gut. Setze sie aber klug ein. Jede Skizze funktioniert nur einmal. Okay, Fernseher sind an solchen Orten auch eine Energiequelle. Setze auf einen Energieblock ab, um das mega große Morgen zu aktivieren. Wie in jeder Skizze kannst du Kreis drücken, wenn du sie noch nicht verwenden willst. Dann steckst du sie wieder weg. Cartoon Chaos. So, dann. Ja, schön und gut, aber erstmal muss ich ja sowieso nochmal da rein. Ich brauche das Animatronik-Teil. Das sieht aus wie der Rumpf von Goofy Animatronik. Yep. Das heißt, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein weiteres Bein und seine Arme. Das sollte aber eigentlich nicht so schwer sein. Ich glaube eigentlich sogar alles in den Tomorrow-Stadt-Bereich ist eigentlich ja hier dafür verfügbar. Na gut, ja, so, wie war das jetzt nochmal mit Skizze aktivieren? Hm, okay, jetzt, da es alles hier alles Energie hat, wollen wir doch mal schauen, ob Mr. Rover das Ding in Bewegung setzen kann. Na dann, sehen wir doch mal hin. Also dann leg mal los, Mr. Rover. Bist du bereit, zum Tomorrow-Platz aufzubrechen? Ja, bin ich. Und los geht's! Okay, Auftrag abgeschlossen, rede mit Mr. Rover. So, die Skizze ist weg. Wie Gas ja sagte, ich kann ja jede Skizze nur einmal benutzen. Also muss ich ja natürlich immer mal schauen, ob ich irgendwo eine neue finde. Ah, neue Konzeptart.
Korridor. Und da ist ja eigentlich jetzt schon mal der nächste Projektor in den nächsten Abschnitt. Dann los. Möchtest du weiter zum Tomorrow-Platz? Yep. So, und ab dafür. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder unseren Weg finden. Ah, okay, da war er. Da muss ich mich natürlich ein bisschen zurechtfinden und mich orientieren. Wo war der Knochen nochmal? Okay, das war zu weit. Also ich war noch nicht weit genug wahrscheinlich. Aber egal. Okay, hier ist ja noch mehr. So, dann müssen wir mal gucken. Hier kann ich rauf. So, neuer Gegenstand Plutopia Part 2. Aber auch nur die erste Rolle davon. Ey, mach die Tür wieder zu. Zu. Es zieht. Mann, alles voller Knochen hier. Aua! Und ich werde sogar damit beworfen. Noch eine weitere Rolle. Könnte sogar noch mehrere davon geben. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Autsch. Schwer einzuschätzen. Oh, ich habe den Ausgang gefunden. Ah, da oben sehe ich Knochen. Okay, gut, die Farbe ändert sich nicht mehr. Dann kann ich ja vielleicht jetzt etwas besser Sachen erkennen. Ach, verdammt. Okay, das hat es mir jetzt gerade so ein bisschen versaut. Ich kann überhaupt nichts sehen. Irgendwo muss ja noch was sein, was ich eben gerade total übersehen habe. Ah, ich hab's. Da ist es. Okay, irgendwie verstehe ich das Konzept hier noch nicht so richtig. Vor allem, ich kann überhaupt nicht erkennen, ob da irgendwo Knochen sind, auf die ich da springen kann. Das hilft mir einfach absolut nicht weiter. Hm.
Na gut, ich denke mal, da kann ich nicht viel tun. Gehen wir zum Tomorrowplatz. Mal sehen, was da noch auf uns wartet. Mickey, willkommen auf dem Tomorrowplatz. Hier wirst du den Leutebeweger mit Energie versorgen können. Damit kannst du die Weltraumfahrt betreten. Das Raketenkarussell ist auch kaputt. Sieh mal nach, was du tun kannst, um es zu reparieren. Ich bin sicher, hier ist irgendwo jemand, der dir helfen kann. Viel Glück! Tja, okay, und solange ich das hier noch nicht erledigt habe, komme ich auch nicht hier wirklich weiter. Es gibt keinen Weg zurück. Okay, das sind wieder die Animatronics. Oh! Die hinterlassen einfach mal so die TV-Skizzen. Wow, was? Wieso bin ich jetzt hier runtergefallen? Und, oh Gott, ich habe schon wieder alles verloren, was ich dafür hatte. Vorsichtig. Boah, wäre ich jetzt beinahe da abgestürzt, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. So, fährst du mich wieder nach oben oder? Nee, tut er nicht. Schade. Na gut, ich komme ja wieder raus hier, also kein Stress. Hoppala. Warte mal, ich mach das mal so. Erstmal hier Verdünner benutzen, um alles frei zu machen und dann wieder schön versiegeln. Tja, so funktioniert es natürlich auch. Wow, shit! Das war jetzt eine dumme Idee. Autsch! Das hat echt geschmerzt gerade. Also gut, das versuchen wir besser nicht noch einmal. Zumindest nicht, wenn ich da noch drauf stehe. Ja, richtig, ich kann ihn ja nicht anmalen. Oh, verdammt, aus dem Weg. Ah, Mann, ich sehe gerade nichts. Mann! Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch hier. Die Animatronics sind ja echt total fies. Oder Krabbeltronics heißen die ja. Da muss ich auf jeden Fall etwas radikaler hier rangehen. Ja gut, das sind aber auch ganz schön viele gerade gewesen, also da hätte ich nicht viel tun können. Ah, und was sagt man dazu? Okay, ich habe erstmal wieder ein weiteres Animatronikbein von Goofy gefunden. Und wir haben einen Kobold befreit. Apollo! Der Leutebeweger muss funktionieren, um die Tür zur Weltraumfahrt zu öffnen. Stelle Fernseher auf 3 Energieblöcke, um den Leutebeweger zu aktivieren. Ja, okay, dann wissen wir Bescheid. Na gut, ich sehe mich aber erstmal nochmal weiter um. Ich muss nämlich ja darüber. Ich will erstmal noch Goofys Bein holen. Ey!
Das war jetzt ein bisschen fies. Och, nö, das war jetzt fies. Wie komme ich jetzt darauf? Na, komm, Micky, halt dich doch mal fest. Ne, dann muss ich das anders machen. Ja gut, das sollte genügen. Na schön, dann erstmal auf die Seilbahn. Fährt das Ding überhaupt? Die anderen fahren, wenn ich mich jetzt nicht hier irre. Aber das funktioniert doch so nicht. Entschuldigung, mein Kumpel. Alles gut. Okay, gut, ich ärgere sie jetzt ein bisschen zu sehr. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Also die Seilbahn scheint sich ja nicht zu bewegen. Zumindest wirkt das auf den ersten Blick nicht so. Die da bewegt sich da vorne, aber... Die ist mir ein bisschen zu weit weg, das ist mir zu riskant, um da jetzt drauf zu springen. Aua. Hier geht's ja auch noch weiter. Obwohl, das ist ja hier nur der Unterbereich. Ja, ich sehe schon gerade wieder so ein bisschen auf die Uhr. Ich überziehe ja schon wieder ein bisschen leicht. Na gut, passiert halt. Ich gehe erstmal. Nein! Verdammt. Das war jetzt natürlich echt ein bisschen blöd. Na gut, ich denke mal, da jetzt gerade meine Konzentration ein bisschen am Schwächeln ist, würde ich mal sagen. Ich beende erstmal hier den Part und dann versuchen wir es einfach mal in aller Ruhe beim nächsten Mal noch einmal. Dann wird es wahrscheinlich auch eigentlich ja funktionieren. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao!